nicht an. Deswegen hat er das irgendwie abgebrochen. Ich weiß aber nicht warum. Ich werde angerufen. Ja. Ja. Schreibst du keine SMS mehr, oder? Also ich habe gerade beobachtet, wie Ranschritt einen Unfall gebaut hat. Heißt es, dass man dich abholen soll, oder? Ja, war schön. Ich glaube, der kann so nicht mehr fahren. Ja, du, der hatte heute schon Geisterfahrer-Momente, also von dem her. Ja, war, dann, ich bin am Strand. Wenn du willst, kannst du mich abholen. Musst du noch irgendwo hin, oder? Ja, ich würde mir gerne mit meinem Schnupfen was anderes anziehen. Gib mir 5 Minuten. Ja. Okay, bis gleich. Ich brauche ein Foto. Jetzt hab ich. Manchmal, aber manchmal kann er nicht geradeaus. Dann sucht sich eine Laterne. So, dagegen fahren aus. So, es passt. Ja, ich steig da jetzt nicht ein. Ich hoffe, da sind. Ja, doch, da sind Rechtschreibfehler drin, aber sonst ist es nicht die Lippe. Ja, kann man so. War jetzt aber nicht. Sorry, Leute. Also, das sind komisch dann. Jetzt steht er gar nicht an seinem Platz. Was ist denn da los? Hallöchen! Hallo! Mensch, jetzt habe ich dich irgendwie an deinem Platz vermisst. Wo hast du was vermisst? Ihn an seinem Platz. Ach so. Wir haben gerade Lieferung bekommen. Deswegen. Geht's euch? Naja, aber krank. Krank, oh Gott. Ja, deswegen auch der Pulli. Aha.
Ja. Gibt's irgendwas Neues? Falls du dich gestern Abend gewundert hast. Ja, ich habe gesehen, Ja. dass du mich angerufen hattest. Naja, dann mal Gang rufe der Gemeinde, ist gerade auf der Toilette warst. Ja. War wieder perfektes Timing bei mir. Ja. Ui. Aber die haben mir schon Bescheid gegeben. Naja, habe ich mir dann auch gedacht. Ja. So eine Frage. Wo kann ich denn am besten dieses Zelt aufstellen? Was für ein Zelt? Nein, ich habe ein Zelt. So ein Campingzelt oder was? Nee, Nee, so, Pavillon. ja. Hast du ein Haus? Nein. Was willst du denn damit machen? Hä, bin Naja, ich es eine ist unser eigene? Ja. Ersatzhaus. Ach so, da möchtest du wohnen? Nee, ich wohne doch da schon die ganze Zeit, aber ich Ach hab so. doch, ja. Ja, sorry. Dann wolltest du dir ein schönes Örtchen Nein, ich aussuchen war oder am so? Strand und ja. Ich gebe dir einen Tipp. Mach kein Foto davon und sag, hier wohne ich. Ja, nee, das wäre vielleicht nicht so gut. Ja, habe ich jetzt auch Mein neues festgestellt. Haus. Hab mir auch festgestellt, mache Hast du ich nicht nämlich am mehr. nächsten Tag gleich zwei Stück dastehen? Nee, bis jetzt war ich schon mal alleine. Nee, stimmt, weil. Was ist Was ist das? ein Mechaniker? Achso. Was er will. Bin gleich wieder bei euch. Ja. Hab ich ja noch nie gesehen. Was? Dieses Auto. Okay. Ja. Jetzt ist wahrscheinlich ein neues Auto. Auch nicht schlecht. Lass mich noch mal kurz gucken. Fuck, wie war meine? Hals. Es Eine ist ganz so. schön große Was hier los? Er muss was ausflächen messen und Ja, der hat muss ein gesagt, Loch bohren. Löcher bohren und ausmessen. Steht auf seinem Zettel. Soll er Alles mal klar. machen. Aha. Hauptsache macht der Boden nicht kaputt. Nö, Für gar was nicht. ausmessen? So Das wie wissen wir sich auch das nicht. Barton hat anhört, wird wahrscheinlich er wieder was definitiv bestellt. nicht kaputt gehen. Nee, nee. Mike, da ist gerade ein Typ in unserer Werkstatt, macht unseren Boden kaputt, ne? Wie gut. Bohren einfach. Beste. Beste RP ever. Ah, dieser Presslufthammer, ne? Der erinnert mich an so ein komisches Video. Ja, okay, also da bin ich raus, du Ferkel. Weißt du denn, woran ich denke? Ich kann es mir denken. Ja. Du Ach, schaust wenn dir ihr. bestimmt diese komischen, ekelhaften Zahnbohrvideos im Internet an. Das war mehr oder weniger, wie nennt man das so? Ein Meme ist das, glaube ich. Aha. Ich glaube, hier gab es gerade einen Punkt, wo ich aufgehört habe zuzuhören und einen Punkt, wo ich wieder angefangen habe. Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Okay, perfekt. Was? Also. Bin ich wenigstens nicht allein damit? Boah, du guckst dir bestimmt auch diese Pickelausdrück-Videos an, oder? Hey. Ich guck mir die tatsächlich an. Ach Aber du was im heilige Notfall machst Scheiße! Das ist richtig satisfying. Wobei,
Pickles sind gar nicht so geil, aber diese schwarzen Mitesser, die sind geil. Ich hab halt Fragen, aber ich will sie nicht einmal beantwortet haben. Das ist halt mega, mega cool, das anzugucken. Weiß boah, ich nicht. Du, ich glaub, mein Hund hat ein paar Zecken, magst du sie ausdrücken? Nee, das ist schon wieder eklig, da bin ich raus. Ah, okay, verstehe. Na. Melli? Ja? Was soll uns nachher mal ein paar Häuser angucken? Aber warum denn? Ich dachte, das hat nur Zeit. Ja, für die drei Häuser, die ich in Aussicht hab. Ja. Da ja, da ist Besichtigung erst am Sonntag. Ja, ich hab's gefunden. Wer es nicht sehen ja will, sollte jetzt nicht zu dem Fernsehen gucken. Ah, es geht nicht. Ja, es hat das eine Altersfreigabe, Kollege? Bitte sag mir vor, Bescheid. Es ist gesperrt. Ja, Gott sei Dank. Besser so. Ja, gut, dann müssen wir los, oder? Ja, machen wir nachher. Weil, guck mal, bei 571. Ja, ich hab euch schon ein paar Hose ausgesucht. Ja, warte mal. Ja, ausgesucht. Das, was man als erstes ausgesucht habe, war halt... Mike, der Typ da hinten macht Löcher in unseren Werkstattboden, ne? Warum? Ja, und du hast gesagt, du hast was bestellt. Was habe ich bestellt? Ja, der steht da hinten. Der hat ja, was habe ich bestellt? Weiß ich nicht, hat er nicht gesagt. Keiner weiß, was hier jemand bestellt. Mal ein Haus anguckt, aber der Preis ist... Also 2,5 Millionen, ein bisschen. Boah. Ja, für was soll ich mir dann da noch was angucken, hä? Nee, nee. Dann habe ich ja für drei weitere Häuser mal rumgeschaut, wo ich denke, dass der Preis eventuell geht. Hat dann auch noch gesagt, hey, maximal 200.000. Dann Mirror Park am Kreisel. Da ist Leerstand, kann man auch angucken ohne ihn. Aha. Da dann halt mal gucken. Also jetzt sieht man halt darum. Also bitte nur das, was günstig ist. Danke. Weil ich fahre das alles ab, was man sich in den Leistung kann. Nee, wir gehen mal Mirror Park und dann gucken wir. Ja. Weil eigentlich Mirror Park kann man sich leisten. So 200.000 sind die Häuser da meistens. Ja. Ja, weil mehr will ich halt auch nicht ausgeben, so weißt du. Ja. Und ich weiß halt nicht, was es unter dem Strand kostet, weißt du? Ob die da weiß auch gefühlt 10.000. Genau, 10.000. Pro Quadratmeter, oder? Ja, das kann's besser. Ich hätte schon was gesagt, so ich kann besser, aber ja, also vergesst es. Mhm. Genau. Apropos, ich kann's besser. Und sonst so? Wie geht's? Wie steht's? Wunderbar. Da super. Das ist super. Gestern noch was Schönes gemacht. Hat jemand ein bisschen Orangensaft von euch ohne Fruchtfleisch da? Nee. Hä, wieso? Nee. Muss er das ins Loch schütten? Keine Ahnung, gib ihm einen Eistee oder so. Der hat aber nach einem Orangensaft ohne Fruchtfleisch gefragt. Ja, sowas haben wir nicht. Haben wir nicht. Tatsächlich habe ich der letzte. Hier, warte, ich geb dir was. Was gibst du? Mittelfinger wahrscheinlich. Ja, kannst du ihm Gummibärchen geben. Ja. Super. Oder fragen, ob er Zimt mag. Da hätte er auch noch was für ihn. Hat er überhaupt eine Pressluftlizenz? Weiß ich nicht, frag ihn. Eine Pressluftlizenz? Aber ich könnte das Gerät mal ausleihen von meiner verstopften Nase. Vielleicht bringt das was. Okay, das will ich sehen. Ja, ich hock mich da oben drauf und dann rüttelt die Rotze raus. Hm? Weißt du? Ja, da schüttelt sie nur die Rotze raus. Ja. Ja. Mhm. Hock ich mich drauf und dann brrrt. Da kommt die ganze Rotze raus. Der Duchter schüttelt.
Vielleicht Also, habe da ich kannst du dann ja so auch einen einen kleinen. Staubsauger daran halten und fertig. Ja, aber vielleicht habe ich dann schon so ein Hirnschütteltrauma, aber die Nase ist frei. Falls du danach noch ein Hirn im Hirn hast. Meinst du, das lockert sich? Ich meine ja, dass es sogar ausfallen könnte. So große Nasenlöcher habe ich gar nicht. Noch was denkst du, wenn das jemand dagegen presst? Das ist doch keine Geburt von so einem Kind. Das Junge presst sich doch nicht aus der Nase. Die Nase kann sich doch gar nicht so weiten wie das da unten. Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja, dann frag schon mal, wie oft das Ding in der Minute oder in der Sekunde sogar hoch und runter geht und dann rechne ich mal aus, was das mit deinem Hirn macht. Ja, gar nichts. Das ist doch im Kopf. Hat doch gar nicht so viel Platz. Verkauft von euch irgendjemand eine Wohnung an mich? Oh, Melli. Wahrscheinlich Wir haben da fertig. draußen noch ein paar Container stehen. Oh, wow, danke. Oh, da passt mein Zelt rein, oder? Stimmt. Geil. Das ist ja super. Aha. Ja gut, auf geht's. Wir machen da die Häuser Dingsbums. Guckt euch ein bisschen Immobilien an. Ja, ich Ja, hoffe nicht gerade da, allzu wo Gott lange. meint hat. Das Nee, was? Kleingedruckte. Hallo? Hä? Hä? What? Ja. Was Also wollte ich der hab, denn jetzt? also von die Stadtverwaltung hat die irgendeinen baulichen Maßnahmen vor. Weiß ich nichts von. Auf jeden Fall hat er den Auftrag gekriegt, er soll hier 8 Löcher bohren insgesamt mit 20 mm Durchmesser. Da habe ich gesagt, okay, wenn die Stadt das so möchte, in Ordnung. Dann sagt er, ja, ich brauche noch eine Unterschrift. Da habe ich gesagt, klar, habe ich Unterschrift gegeben. Da habe ich gesehen, dass da was ganz Kleingedrucktes stand. Da habe ich gefragt, das steht auf dem Kleingedruckten und sagt, ja, ich muss jetzt los. Der ist gerade Oh beschissen, Gott, auf ich ins doch Auto auch. hinterherfahren, sofort. Hey, warte mal, wenn die Stadt Nee, doch den anders so Auftrag gibt, untersch. warum lässt du Nee, das das denn ist zu? Bullshit. Nee, ich sollte nur unterschreiben, von wegen, dass er die Löcher gebohrt hat. Und Will das mal ganz hat er kurz was ja. gucken. Ja, aber hast du was im Auftrag gegeben? Nee, aber das kommt ja Du von der hast Stadt, dass sie gerade da. Das, unterschrieben, dass du ja, eine. aber du kannst doch nicht einfach, in der, dass sie zulassen, Das dass die ist Stadt hier Stadt. irgendwas Das gehört der Stadt hier, reinbaut. das ist nicht meins. Ey, das ist so und so Werkstatt. Die haben nicht dafür bezahlt für die Werkstatt. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber du Kriminelle Werkstatt, ist hast nur das. jetzt ein Problem. Ich glaube auch. Oh. Ich rieche Ärger und das durch die verstopfte Nase. Aber nicht den Werkzeugkoffer, der mit dem Laptop. Ja gut, wir gehen da mal, lass das Drama seinen Lauf nehmen. Wir kommen später nochmal vorbei. Urs Ja, Chlor. wenn sie was Bis dann. brauchen, sollen sie Bescheid sagen. Wenn wir was brauchen. Ja, Riley. Achso. Wenn ihr noch. Riley, wolltest du noch was von denen? Aber lass auch ein Mike. Dann war Ist jetzt nicht. alles klar bei dir? So, hau's ihm Ja, zu. geht. Ja, wenn was ist, dann ruf Ciao, er ihr an. zwei, bis Ja, später. viel Viel Spaß. Spaß euch. Ja, tschüss. Fahrt vorsichtig, ist glatt draußen. HDGDL und so. Bye, bye. Schieb mal deinen Tampon ein bisschen Boah. runter. Ich hab dich gedisst, du Loser. Hoffentlich kauft er in deinem Namen 10 Autos bei mir. Boah. Muss was trinken gleich. Boah, mein Hals. Boah. Huh. Ja, weil in der einen E-Mail stand nämlich beim Ja, Mirrorpipe, gleich. bei Sigma-1 war das, glaube ich, am Kreisel, sollten auch alle im Budget drin liegen. Oder man kann sich da angucken und Mirrorpipe an sich liegt im Budget drin. Ja. Weil am Kreisel hat er gemeint, kann man sich ohne ihn anschauen. Von dem her. Oh, Fahren wir mal hoch. muss kurz warten, bis er Gucke, irgendwas. ob es uns zusagt.
dass ich... Oh, ich sag's euch. Und da kriegst du eventuell aus der Katrin raus, was die für die Bude am Merda bezahlt hat? Weil ein Haus hätte ich da halt in Aussicht, dass ich glaube gefühlt ihr Häuser daneben wäre oder so. Ah, ja, ich weiß welches, aber... Wollte ich ja schon zwei Fragen, aber irgendwie... Warum ist da nicht dazugekommen? Ja, klar. Ja. Ich rufe dir jetzt nicht an, ich muss was trinken erstmal. Ich mach das gleich. Danke fürs Einlösen der Kanalpunkte. Blablabla, Blanga. Mein Hals tut weh. Immer gerne. Danke. Hier, kann man angucken, hat er gemeint in der E-Mail. Ja. Ja, man kann mal eine Einfahrt. Ja, ja, wohl grad scheißegal. Boah. Er wird gleich schreien. Oh, ich hab's gewusst. Warte, ich trink schnell was. Ne? Ich muss aufstehen. Ich sag's euch. Ist gut, dass ich so lange Kopfhörer hab. Er wartet halt immer noch, bis ich wieder zurückkomme. Hast du den Bus auf? Du fährst mich an, oder was? Nein. Hä? Macht denn er jetzt? Ja. Was hat er denn vor? Aber mich wundert, also zwei Häuser anguckt und zwei Türen. Also das hier. Das hast du ja vergessen. Jetzt anrufen. Da steht der Preis, guck mal. Oh, dann guck mal auf dem Schild. Ja, man kann die Bude auch besichtigen. Sollen wir mal rein? Ja, wenn es im Budget liegt. Ja gut, wir müssen halt zusammenlegen, also. Scheiße. Ja, scheiße. Also über das Scheiße diskutieren wir nochmal. Ach so. Wie viel Geld geht denn dann ab? Was ist denn der Preis geteilt durch zwei? Wie viel waren das? Boah, weiß ich nicht, warte. Sind 93, also. Ja, ich hab's akkurat gemacht. Es sind dann 93, 2,50. Aber die ist gar nicht mehr da. Aber wir haben da ein Problem. Mhm. Guck mal, wer das verkauft und wer den Flieger genommen hat.
Hotel, du kannst das Haus sogar mieten. What the fuck? Die ist gerade mal da. Ja, gut. Ich muss übernehmen. Schreibe ja. Also. Gucken wir mal weiter. Puh. Ich muss aufs Klo. Also Miete wäre 12.000 die Woche. Ich glaube, das ist nicht weit. Ist schon günstiger hier. 182. Ist alles dasselbe. Okay. Ist schon in der Einrichtung? Okay. Ja, oh, gucke. Also dadurch, dass die Bude hier günstiger ist und schon eine Einrichtung hat. Echt nicht schlecht. Gut, sag halt nichts dazu. Auch recht. Oh, Alter. Ja, Verzeihung, ich habe halt heute Probleme mit dem Hals, das weißt du. Uff. Ja, nur ein Schlafzimmer. Okay, ich nehm's zurück. Was? Ja, hier kann auch ein Schlafzimmer rein. Ja, natürlich. Haben wir was im Keller? Okay. Wäschezimmer. Klo. Also jetzt mal eine Runde Scheiß. Dadurch, dass die hier günstiger ist und schon ein bisschen Einrichtung hat. Ja. Wahrscheinlich nicht schlecht. Oder es kommt nur mit so einem Preis dazu. Hoffe nicht. Wer verkauft das? Ja, das ist ja alles noch auf der alte Ding. Auf alte Makler. Aber 182 wäre noch nicht einmal so verkehrt. Aber was heißt so verkehrt? Ist ja immer relativ. Ja, aber hat das wärst halt bei 91. Tatsächlich. Ja, große Pavillon. Ja. Ja, gut, du hast halt hier keinen Pool. Jetzt stellen wir uns Ding. Pool, oder? Planschbecken. Ja, geht ja auch, sozusagen. Aber für den Preis ist halt echt so schlecht. Ich hoffe, das dauert nicht so lang. Also bin ich echt auf Klo. Ja, ist halt auch Auffahrt für die Autos. Hier sind alle gleich. Hier innen. Alle gleich. Leer, leer. Gerichtet. Nö. Es ist halt nix. Zeige ich schon. Kurz hinterrum. Bei dem 109.
Sorry, dass ich so krass atme. Aber meine Nase ist zu. Also, bin ehrlich mit dir, würde ich das für 182 eher fühlen. Das hier. Nee, das ist das 189. Ja. Das da drüber war 182 und eingerichtet. Ja, und können wir leben. Mehr. Wie kauft man das jetzt? Und wie kauft man den Bums jetzt? Über Makler, weil du kannst hier nur mieten. Ach so. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich aktuell habe. Kann ich gar nicht sagen. Okay, das Ding ist, du kannst halt je nach Haus die Belastung von der Decke ist halt ein bisschen anders. Das heißt, in einem 189er kannst du halt schwerere Sachen im Prinzip kaufen. Oh, warte mal, hör mir mal zu, ich hab was gefunden. Ne? Ja. Am 2. Februar, Tara, goodbye, day. Offen kam in irgendwas. Und heute hat sie gepostet, sie ist wieder zurück, Bitches. Das ist eine Kriminelle. Die hatte doch sein Bestattungsunternehmen. Wie, und jetzt auf einmal mit Peng Peng oder was? Drei Tage nicht da, Peng Peng. Drei Tage, wahrscheinlich halbe Leber an ihr vorbeigezogen. Die sieht auch jetzt komplett anders aus. Weiß nicht, auf den Schock gehe ich jetzt. So, ich weiß es echt nicht so. Ist ja krass. Auf jeden Fall muss ich pinkeln. Oh, auf den Schock, also. Ja. Ja, ja. Schreib Michael dann nachher. Ja. Okay. Ich bin eine Blume. Chat, ich komme gleich wieder. Ich muss aufs Klo. Macht mir ja da. Schau dir sich jetzt die Häuser an. Ich war hier beim Auto. Grüße. Hallo, Puck. Bin verschnupft. Verzeihung, falls ich rotze. Und ich höre mich auch dementsprechend an. Es tut mir leid. Können wir kurz die Gerte dahinter angucken? Ja. Weil das zweite, also das rechte, da mit dem komischen Kamin wäre preislich, glaube ich, nicht. Ach, dieser Stumpf. Unattraktiv, wenn der einen Garten hat. Das ist halt Voraussetzung. Ja, dann lauf vor. Wir gründen eine WG. Mal gucken, ob überhaupt noch jemand mit einzieht in die WG. Oder ob das eine Zweier-WG bleibt. Oh, da muss man drüber springen. Bitter. Oh, es hat geruckelt. Ich hab so Halsweh. Nö. Das ist halt auch. Also eigentlich war ja jetzt bis jetzt das. Also wir gucken noch kurz das hier an. Das hier. Ansonsten wäre hier eigentlich nur das für 102. Kannst du mir eine Räuberleiter machen oder so, dass ich da rüber kann?
Über den Busch. Warte mal. Bring auf den Rücken. Ob. Das geht nicht. Ich rutsch ab im Busch. Okay. Dann auch so. So eine Scheiße. Okay, den, wo ich eine Woche lang belabert habe, hat das Auto bestellt gestern. Aber nicht bei dir. Ja, nee, bei ihm. Wo er es bestellt, ist ja sozusagen egal. So, die Provision kassierst du, wenn er es kauft. Weißt du? Ja. So, kaufe tust du ja erst, wenn es abholt. Ja. Hol das jetzt bei dir ab oder bei ihm? Ja, offiziell der, wo den Vertrag macht, verkauft es auch. Offiziell. Bruch. Ja, ist verkauft. Oder vermietet. Eins von beidem. Sollen wir so hier noch rumfahren, oder? Nee, nee. Also mal E-Mail schreibe für die... Es kommt halt drauf an, willst du die Wohnung zupacken, oder? Was heißt hier zupacken? Naja, du kannst bei dem 100... Schreibe mal, warte. 187.500? Da kannst du halt, ich sag jetzt mal, in der obere Etage 3 Wasserbette reinknallen, in der mittlere auch 3 und unter aber keins mehr. Ich krieg einen Anruf. Ja, dann nimm halt ab. Ja. Einen wunderschönen. Na? Grundbad. Geht's dir heute? Ja, immer noch bescheiden. Wird nicht besser. Das ist schlecht. Ja, deswegen auch ein Pulli angezogen. Ein Pulli? Ja, und weg vom Strand gezogen. Oh, wo bist du denn jetzt hin, getrogen? Keine Ahnung, ich suche jetzt eine Wohnung, eine WG. Eine WG? Ja, mach eine WG auf. Oh, das klingt interessant. Ja, ist billiger als hier alleine. Das ist richtig. Ist irgendjemand in der Nähe bei dir? Gerade Ethan, ja. Okay, gut, das ist egal. Ich werde dich später mal anrufen. Ja? Ich habe da ein Attentat auf dich vor. Ja? Ich würde dir den... Na, wie gesagt, ich rufe dich dann an und würde dann dahin kommen, wo du bist und würde dich einmal mitnehmen wollen. Ja? Wenn es okay ist für dich. Ja, kommt drauf an, um wie viel Uhr, circa. Ja, jetzt demnächst. Okay. Dir wird auch nichts passieren, sonstiges. Du weißt, ich habe keine Angst, ich habe nur Respekt. Ja, sind nur wir zwei. Mhm. Ja? Ja. Okay, dann werde ich mich demnächst melden. In einer halben Stunde ungefähr, ja? Ja, ist in Ordnung. Alles klar. Okay, dann bis später. Tschüss. Oh oh. Also, du jetzt mir keine Angst, nur Respekt. Ich erzähl dir jetzt was und du weißt ganz genau, wie der Hase läuft. Aber ich mach's im Auto. Also, wir zwei sind ja nicht gerade, ne? Also pass mal auf. Scheck war am Telefon. Er hat gesagt, in so einer halben Stunde sowas, egal wo ich bin, holt er mich ab. Mhm. Und dann will er mit mir reden. Nur wir zwei. Ja. Aber er klang, Tonlage war ein bisschen anders am Telefon. Oh. Also es gibt zwei Optionen. Es gibt eigentlich drei Optionen. Du kennst, glaube ich, alle drei Optionen, die kommen könnten. Mit einer sehr ruhigen Stimmlage, wenn man sagt, dir wird nichts passieren. Und du wirst, egal wo du bist, einfach abgeholt. Mit einem anderen Auto. Ich glaube, bei dir klingelt's. Sag mal, so
sollte dir auch nur ein halbes Haar fehlen, sind sie alle. Ja, hat er gesagt, nur zu zweit. Ja, ne, ich sag's nur. Aber du kennst Geschichten von mir, nee, da warst halt, du selber. Halt. Bei ihm ist es was anderes. Wenn es bei ihm geht, dann geht's für mich bei ihm nicht nur um ihn. Weil dann sind bei mir alle am Arsch. Auch wenn es Wochen oder Monate dauert. Na, wie gesagt, ich bin gespannt, was kommt, du. Ich kann dir jetzt schon sagen, was kommt. Ja, hau raus, ich warte. Er holt dich ab, ihr fahrt irgendwo hin und dann, oh, ich wollte nur Zeit mit dir haben, weil das haben wir ja nicht und Tritrat, Rulala, oh, Bussi hier, Bussi da. Glaube ich eher weniger, dann hätte man das auch anders gesagt, weil er hat gefragt, ob jemand gerade bei mir ist. Dann habe ich gesagt, ja, Yves, das hat er gehört. Dann gesagt, ja, das ist egal. Ja, natürlich, weil sonst wäre er jetzt eventuell vorbeigekommen. Also, er will ja Zeit mit dir. Weil für was anderes habt ihr zwei. Ich weiß. Bald lache ich dann, wenn es am Ende wirklich so ist, wie ich denke. Ja, ich denke genauso, das weißt du. Also, ey. Es gibt drei Optionen. Nee, ich hab noch Option 3. Ja. Also Option 3, die kenne ich auch schon. Genau so eine Konstellation wie mit ab und zu mal Hallo, aber mehr nicht. Weil wegen, du weißt schon was, Anpfiff gegeben, weil wegen passt nicht. Sowas kann auch sein. Er sagt euch heutzutage schon nur Hallo. Hä? Ja eben, aber noch nicht mal so ein Hallo, weißt du, wie ich mein? Also so wie beim Ubu eigentlich, dass man... Ja, genau so ein Ding. Auf Scheißhaus geht. Ja, irgendwie so. Okay, aber dann wird das im Prinzip eine Variante von meiner Variante weitergeführt. Dass ihr euch dann in Anführungszeichen heimlich trifft oder sowas. Nee, da mach ich nicht mit. Ein Haargrümmel eh nicht, weil, also, das du ist schon Buch. Sag das nicht, da kannst du das ja letztes Mal passiert, dass einfach irgendein Verrückter solche Aktionen gebracht hat. Und du das weißt, war ich... war ein Telefon und was heiß ich, das kann ich auch gar nicht denken. Das ist ja im Prinzip scheißegal, also, guck einfach, was ist, wenn irgendwas sein sollte, schreib mir eine SMS, mir scheißegal, aber wenn die am Ende... Du fünf vor dir stehe, mir ist das komplett scheißegal so. Was machen wir hier eigentlich? Ja, keine Ahnung, weil man vorhin gesagt hat, man kommt nochmal vorbei. Ach so, ja, stimmt. Hab ich vergessen. Ist ja eh scheißegal, wo man hinfahre, weil ich am Ende dann dumm rumstehe. Also stehe dann hier eine halbe Stunde dumm rum. Ah ja? Kannst du hier gleich mal fragen wegen dem neuen Job? Ha! Ich muss gucken. 57. Ich brauche was zu trinken. Ach, scheiße, mein Milchshake ist leer. Willst du eine Dose haben? Nee, warte, ich kram mal rum ein bisschen. Ich könnte Angelköder fressen. Ach nee, ich hab noch einen schwarzen Tee. Perfekt. Na klar, fressen Angelköder, gar kein Ding. Ja. Schlimmer ist, egal was heute kommt, egal in welchem RP-Strang, ich kann nicht so krass mit der Stimme arbeiten, wie ich es gerne würde. Hab ich mit meiner Variante recht mit Busi hier, Busi da? Oder du hast mit einer Variante recht mit... Ja, was für Busi? Wir haben uns so wenig gesehen für sowas.
Was ich hier nochmal in Erinnerung trage mit, oh, ich will Date und so, also, weißt ja, du? Nein, Date. Ach, du kommst echt. Was? Du kommst echt immer sehr unpassend, Kollege. Will jemand ein Date mit mir? Sorry, das gibt Ärger dann mit Riley. Na, ich glaube, nee. Hinter dir. Hey, Riley. Ja, hi. Und da geh ich doch wieder. Okay. Ja, man hat gerade einen Funk gerufen, mal Kundschaft. Oh, Puck, Moment. Oder Puck, war es gar nicht so. Da ist gerade drin. Ja. Ah! Hi! Mädels, kommt mal bitte mit auf Seite, ich hab ein Problem. Okay. Wir sind auf Seite. Ja, ist egal. Ich flüster jetzt, ich hab ein Problem. Also, okay. Mich hat jemand angerufen, ich nenne keinen Namen, ich rede ziemlich schnell, weil, keine Ahnung. Okay. Hat geheißen, will mich in so einer halben Stunde sowas werde ich angerufen. Wart alleine abgeholt, ich soll aber keine Angst haben. Aber wegen was es geht, wollt er mir nicht sagen. Und dann nicht drauf eingehen. Ist diese Person, die dich angerufen hat, vertrauenswürdig? Ich hab doch keine Ahnung. Du weißt nicht, du weißt aber auch nicht, welche Person das ist. Ja doch. Hast du dich mit dieser Person schon mal unterhalten? Ja. Findest Seid du die Dicke? Person okay? Ja, wir haben uns schon öfters unterhalten, aber Smalltalk und kurz und jetzt immer so lang, also ja. Okay, und der möchte mit dir irgendwo hinfahren, ja? Ja, er hat gefragt, ob jemand gerade bei mir ist, dann habe ich gesagt, ja, Eve, also ja, ist okay. Aber er holt mich dann alleine ab. Egal, okay. Wo ich stehe. Ja. Also ich meine, wenn du diese Person kennst und dich schon ein paar Mal mit der unterhalten hast und weißt, wer das ist und den Vornamen und vielleicht auch den Nachnamen von dieser Person kennst, dann, also, weiß ich nicht, das musst du halt wissen, ob du dich das traust. Ich weiß ja nicht, um was es geht. Ich meine... Also ich wäre im Moment sehr vorsichtig. Ja, das... Das habe ich auch gesagt, so, Eva, aber... Mann, ich weiß nicht, könnt ihr ein Geheimnis behalten? Ja, na klar. Ey, ich bring euch wortwörtlich um, wenn ihr das macht. Nein, wir sagen nichts. Also ich zumindest. Das ist check. Kann nicht über andere reden. Check. Ja. Aber er klang ein bisschen anders am Telefon als sonst. Ja, irgendwie so ein bisschen ganz ehrlich, ganz nachdenklich ehrlich. Und ruhig und so. Und irgendwie weiß ich nicht. Und das kam, also es ist gestern Abend, hat er mich nur angerufen. Da war ich aber schon im Sand. Also, Melli, ja? Dann ruf ihn doch an, du machst dir Gedanken, du würdest gerne vorab wissen, du findest es gerade ein bisschen halt merkwürdig und worum es denn geht. Also, ja, aber irgendwie ist da doch auch der Kick dabei, aber ich weiß halt nicht, also falls ich vermisst werde oder irgendwas, dann... Du hast doch die Telefonnummer von Katrin, du hast die Telefonnummer von mir und bestimmt von Ethan auch. Ja. Dann, keine Ahnung, zur Not schick uns eine Nachricht, dass du... Ja, aber man sieht es doch, wenn ich am Telefon bin. Ja, sagst du, oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz, weiß ich nicht, ein Foto posten oder was. Mann, ihr wisst, ich hab von nichts und niemanden Angst. Ich wollte eure Meinung wissen, was. Katrin weiß doch, dass da ein bisschen so haha, hihi ist, aber halt auch nicht mehr und so. Und ja. Aber ganz komisch. Könntest du dir vorstellen, dass da vielleicht mehr ist? Also, wenn man es. Also, weiß ich nicht. Ja, dann steig ein und fahr mit. Kann eine ganz witzige Aktion sein, kann aber auch in die Hose gehen, ne? Ja, das weißt du aber halt vorher nicht. Ja. Deswegen. Ja, das ist das Ding. Aber was sollten die dir antun? Eben. Nee, er hat ja gemeint, ganz alleine, nur mit mir. Ja, aber er hat auch gesagt, er holt dich ab, egal wo du bist. Und wenn du hier abgeholt wirst, erst mal sehen wir... Ja, nee, und er hat auch gesagt, und dir wird nichts passieren. Und der Satz irritiert mich. Wenn es um ein Date das oder wenn es um irgendwas anderes geht, dann droppt man so einen Satz nicht. Das glaube ich aber nicht, dass er das macht. Ich auch nicht, aber der Satz irritiert mich. Guck mal, wir wissen ja jetzt Bescheid und wenn irgendwas ist oder so, ne, dann... Fällt dich einfach. Oder wenn du dich, sag ich mal, wenn er dich gleich abholt, ne, du schreibst uns... Oder mir, ihr, wie auch immer, schreibst du, ich werde jetzt abgeholt. So, und wenn du dich innerhalb einer Viertelstunde nicht meldest, dann. Der ruft mich ja an und ihr seht das ja dann, wenn ich ans Telefon gehe oder so. Ja, wir sind ja auch, wenn der dich abholt. Ja, und wenn du dich innerhalb einer Viertelstunde nicht meldest, irgendwie, dass alles okay ist, ja, dann, wenn wir das melden.
Guck mal, weißt du, was wir machen? Ich fahre mit Katrin jetzt mit ihrem Auto hier rein. Wir stellen uns hier auf die vordere Fläche. Nee, nicht Katrin. Nachfahren, das könnte peinlich werden. Nee, ich frag nicht nach. Nur, dass wir dich im Auge haben quasi. Dass wir sehen, okay, ja, hat dich jetzt mit dem und dem Auto abgeholt. Kann Katrin ja durch die, wenn das Rolltor offen ist, dann sieht sie das ja. Dass wir dann Bescheid wissen. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dir was passiert. Nee, ich auch nicht. Aber was ich mir halt auch nicht vorstellen kann, ist, dass er, also ich glaube eher, er kommt damit an. So, dass er sagt so, ja, war nett mit dir so, ab und zu mal, so, ich weiß nicht, ob das Flirten war, frag mich nicht, aber, ne? Ja. Aber geht nicht. Das kann kommen. Aber dann hätte man das auch so sagen können. Okay. Ja, aber dann wird er dir nichts tun. Aber nee, glaube ich auch nicht, dann wird er dich einfach ignorieren. Das ist, ja, normalerweise schon. Es ist recht in so einer, ne? Farbenfrohe Gemeinschaft. Ich bin mega überraschen und will nicht zu viel verraten. Das kann natürlich auch sein. Dafür war die Tonlage so seltsam. Lass dich doch einfach überraschen. Doch, ich hasse Überraschungen. Vielleicht ist es ja was Cooles. Hey, frag Katrin, ich hab ihr komisches Valentinstagsding, aber sowas von zerrissen in der Luft. Guck mal, sonst rufen an und sag das. Genau, dann sag ihm, dass du mit Überraschungen nicht so geil findest und, ja, eben. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja gut, ich warte, bis er anruft und hock mich ins Auto. Ja, du kannst dich auch vorne an die Bar setzen. Genau, bleib doch an der Bar am besten, weil dann sehen wir halt, wenn du nochmal mit dem telefonierst. Genau. Und wenn du dann, ne, weil im Auto sehen wir das nicht, im Auto sehen wir auch nicht, ob du plötzlich dann einfach verschwunden bist. So, weißt du? Nee, ich bleib doch jetzt hier erstmal. Außerdem, setz dich an die Bar. Außerdem habe ich Halsweh. Oh. Ja. Hatte schon schwarzen Tee, der war uralt. Ich bin inzwischen aufbrühen, ich hab da. Warte, ich glaube, ich habe auch noch was da. Moment. Nee, aber ihr seid ja Mädels. Ich muss gleich eine Mikrowelle noch warm machen. Ja, danke schön. Aber ihr seid ja Mädels, ich wollte ja nur wissen, was ihr dazu sagt. Also, ich glaube, das kann nichts Wildes sein. Du kennst ihn. Kennen du jemanden? Nein, aber. Also, du weißt, wie ich meine. Ist er jetzt. Hat er gesagt, du darfst keinen sagen, dass der dich angerufen hat? Nee. Ja, also. Ja, dann. Was will er machen? Jetzt wissen. Das wissen doch dann Menschen, dass du mit dem unterwegs bist. Eben. Also. Ja, Eve weiß es sowieso. Das ist quasi wie meine rechte Ditte. Warum nicht die Hand? Hä? Verstehe ich nicht. Die rechte Hand. Oh, du Ferkel! Was? Wieso ich? Wow! Das. Boah! Das. Wenn ich da hingehe und sage, Katrin hat gesagt, ja, da bist du meine rechte Hand, dann denkt der auch schmutzig. Das ist wie Rumpel die Katze, aber. Also, nee! Aha. Wild. Ganz wild. Hallo. Ich bin schon wieder am falschen Moment hier hingekommen, ich merke das schon. Ich glaube. Ja, also wir hatten Gespräche über meine rechte Titte. Über deine rechte? Ja. Moment. Okay, das bringe ich jetzt nicht. Ich leg mich jetzt hin. Ja, okay, alles klar. Gut. Gute Nacht. Ja. Danke. Gute Nacht. Ich wünsche euch was, bis morgen. Dann tschüss. Tschüss. Na gut. Dann willst du reinfahren? Bitte, was sagst du? Möchtest du reinfahren mit deinem? Ja, gerne, mach ich. Dann gucken wir uns den mal an. Also wie gesagt, du kannst dich gerne drin hinsetzen, entweder auf die Couch, vorne auf den Stühlen oder wie auch immer. Oder, ne? Nö, ich stehe in der Runde und quatsche mit euch. Okay, dann kannst du gerne mitkommen. Mit einem anderen Char hätte ich nicht so Panik geschoben oder so getan, als ob. Wäre einfach gefahren. Die Farbe so bleiben kann, auf gar keinen Fall. Okay. Dann. Hast du den gekauft? Ja, gebraucht gekauft. Gebraucht gekauft? Dankeschön. Ja, gestern. Wahnsinn. Mach den erstmal ganz kurz weiß, weil dann sehen wir die Teile besser. Mhm. Kannst du mich einigermaßen gut verstehen? Ja, ich verstehe dich. Sehr gut. Du mich auch? Ja. Perfekt. Ja.
Also, möchtest du ja. An den Anbauteilen noch was ändern? Ja. Okay, dann gucken wir ich einfach mal. Ich bin gerade am Wasser da an der Werkstatt. Ja. Bei East. Nee, ich hab den Namen schon wieder vergessen, Skyline. Ja, okay. Ja. Gib mir 5 Minuten, dann bin ich bei dir. Ja. Okay. Okay. Bis gleich. Ja, 5 Minuten hat er gesagt. Okay, also bist du jetzt abgeholt. Ja. Okay. Ja, melde dich in 15 Minuten, wenn wir nichts hören. Nee, 15 Minuten, keine Ahnung. Also. 10 Minuten? Ich versuche einfach unauffällig zu schreiben. Ja, alles gut. Und wenn du dich nicht meldest, dann werden wir aktiv. Ja. Gut. Katrin, ich würde sagen, wir fangen vorne an bei der Fangschütze. Ja, ich gehe da mal eben hin. Yes. Was ist denn das für ein Auto überhaupt? So, also das ist deines erst, sie hört mich nicht, ne? Warte, jetzt musst du lauter reden, glaube ich. Ja, warte mal. Bist du hier auch noch? So, warte mal, ich guck mal, ob ich das Fenster. Bin gespannt, ob ich gleich anschreie. Ja, warte. Komm mal kurz mit. Wenn irgendwas ist, wo du denkst, ey, Dude, muss nicht, schreib mir, lass anklingeln oder whatever, schick mir einen Standort und ich mach Rambazammer, okay? Ja. Wenn Kacke am Dampf ist, schick ich dir einfach nur kommentarlos den Standort. Geht am schnellsten. Ja. Mädels wissen auch Bescheid. Haben wir gehört. Natürlich. Beste Freunde. Ja, nee, ich sag das nicht. Okay. Da würde ja das. Wie immer. Kaum. Nein, das kommt eh nur, was weiß ich was, mit hey, was ist das und was nicht. Keine Ahnung. Na, halt die Mädels auf Trab. Kann man durchgehen? Ja, bitte. Immer doch. Ja. Serie? 5 Minuten. Ja, spannend. Bis ihr halt hier kommen. Mal gucken. Immerhin ein bisschen RP jetzt. Also was heißt immerhin so ein bisschen mal was anderes. Das hatte ich hier so auch noch nicht. Es gibt aber auch so nicht nur die 3 Optionen, die Lippert jetzt genannt hat, sondern andere, die ich auch noch bis dann im Kopf habe, aber wäre, glaube ich, unwahrscheinlich. Wäre sehr unwahrscheinlich. Mal abwarten.